Barbara Schöneberger ist undercover als Doris bei der Dating-Show First Dates – Ein Tisch für zwei. Gastgeber Roland Trettl und sein Barkeeper Nick Schenker geben hier Blind Dates eine Chance. Dumm nur, dass Doris ein Auge auf den Mann hinter der Theke geworfen hat, der dann auch blindlings in sein Verderben bringt. Schau mal die Augen an, das ist ja irre, oder? Das ist wahnsinnig schön. Das muss man einfach sagen. Danke. Das ist wahnsinnig schön. Ich hätte gern einen Negroni, bitte. Oh, du gefällst mir noch mehr. Warum? Ja, mein Lieblingsdrink. Sie hat's verstanden. Das ist mir so sympathisch. So. Schön. Dann kommt man gleich in Stimmung, wenn du das so. Du hast schöne Augen. Danke, das kann ich natürlich so zurückgeben. Und wie müsste der Traummann sein? So, eigentlich wie du. So, ich hoffe, dass Michael jetzt bald kommt. Ja, wäre es eigentlich von mir aus, braucht gar kein anderer kommen. Nick, hilft das meiner? Der ist für mich? Nein. Das ist ein Paketboot. Was darfst du trinken, würde ich sagen? Ich glaube, ich nehme ein Wasser, bitte. Ein Wasser? Läuft, ja. Die hat ihn gerade so beleidigt. Die sagt, der sieht aus wie ein Paketboot hier. Aber du brauchst dich auch nicht wundern. Also. Ja, wie du mit ihr sprichst. Das ist nicht wahr. Ja. Das ist eine ausgehungerte Frau. Das habe ich dann auch gemerkt. Du hast hier gestanden, so, hier reibst an deiner Theke. Oh, come on. Du hast mit ihr gesprochen. Ey, das ist eine ausgehungerte Löwin. Ja, die hat Hunger. Oh. Ja. Das ist unangenehm. Hey, Roland, diesen. Ernsthaft, diesen Psychopath. Die ist völlig geisteskrank. Ernsthaft jetzt. Also, das habe ich noch nie erlebt. Habe ich noch einen Negroni? Ja. Du bist von hinten und vorne ein Traum. Aber dir ist schon bewusst, dass du für einen Datingpartner hier bist und nicht für mich. Ich gehe hier nicht mit leeren Händen raus. So viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Boah, ich träume das einfach gerade alles, ne? Das ist so ein Albtraum.